Herzlich willkommen im MyBet-EM-Studio. Wir sind mittendrin in den Halbfinals. Die spanischen Weltmeister bezwangen Angstgegner Frankreich beim 2:0 erstmals bei einem großen Turnier und treffen nun im Halbfinale auf Portugal und Ronaldo. Das Duell des Titelverteidigers mit einem der Geheimfavoriten war nicht das erwartete hochklassige Spiel. Die Spanier blieben trotz zweier Treffer von Alonso blass. Noch blasser waren nur die Franzosen, die sich wieder einmal vor dem Spiel zerstritten präsentierten. Die Offensive rund um Ribéry konnte gegen die Spanier kaum Akzente setzen und in der Abwehr stimmte mehrmals die Zuordnung nicht. Beide Male Nutznießer Xavi Alonso. Einmal traf der Star von Real Madrid per Kopf und das zweite Mal verwandelte er den fälligen Elfmeter. Vor zu großer Euphorie gegen Portugal warnte der Mittelfeldspieler aber: Wir sind sehr glücklich, dass wir das Halbfinale erreicht haben. Zwei Tore im 100. Länderspiel machen mich auch persönlich sehr glücklich. Cristiano Ronaldo ist schon die gesamte Saison super drauf. Auf ihn müssen wir im Halbfinale natürlich besonders aufpassen. Die Portugiesen ihrerseits mühten sich gegen die Tschechen, obwohl die klare Überlegenheit nicht nur auf dem Spielfeld spül, sondern auch hörbar war. Zwei Aluminiumtreffer von Cristiano Ronaldo sprechen eine eindeutige Sprache. Er war es dann auch, der in der 79. den 1:0 Endstand mit einem wuchtigen Kopfball festmachte und somit Portugal ins Halbfinale buxierte. Ronaldo war das gesamte Spiel über bemüht, lief viel und zeigte sich von seiner besten Seite. Wenn der Superstar auch einen solchen Tag gegen Spanien erwischt, ist es sehr fraglich, ob die Abwehr ihn 90 Minuten lang an die Kette legen kann. Sturmpartner Postiga fehlt den Portugiesen auf jeden Fall aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Bei den Quoten ist Spanien dennoch eindeutiger Favorit. Den portugiesischen Sieg haben wir mit 4,2 notiert, das Unentschieden nach wohlgemerkt 90 Minuten mit 3,3 und wer an den spanischen Titelverteidiger glaubt, der bekommt eine Quote von 1,95. Wir wünschen Ihnen wie immer viel Glück beim Wetten und den richtigen Tipp.